habe ich heute echt überlegt. Das will ich euch auch sagen. Wenn ihr wüsstet, nur im Ansatz wüsstet, was bei mir abgeht. Ja, auf jeden Fall, wir starten natürlich erstmal mit Halloween, ist ja klar. Darf ich ganz kurz, bevor ich das vergesse, für Leute, die filminteressiert sind, und vielleicht kennst du ihn ja auch nicht, meine Lebensabschnittsgefährtin hat ja irgendwie einen schrägen Filmgeschmack. Aber heute hat die mir was präsentiert, also heute zum Wachwerden hat die mir einen Film präsentiert, den fand ich richtig geil. Der hat zwar das Rad nicht neu erfunden, aber der war intensiv inszeniert und dicht. Also Hunter. Kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Hunter, der lief, glaube ich, nur auf dem Fantasy-Filmfesten. Ist ein sehr minimalistischer Thriller über eine kleine Selbstversorgerfamilie. Also Mutter, Vater, Kind. Also was ganz altmodisches, das gab es früher mal. Vater, Mutter und Kind. Und die bekommt ein Problem mit einem Wolf, der sehr böse ist. Ja, und dann denkt man erst, was geht so Richtung Subgenre Tierhorror. Rotkäppchen und der böse Wolf. Als erfahrener Filmgucker wusste ich natürlich schon ab Minute 40, wohin der Hase läuft. Aber er ist sehenswert. Also wer ihn nicht kennt, kleiner Geheimtipp von mir. Erwartet kein Meisterwerk, aber erwartet sehr, also ich fand ihn sehr spannend, obwohl ich wusste nicht, wie es endet, wusste, worauf es hinausläuft, aber ich wusste nicht, wie heftig das endet. Hunter. Ja, okay, hört sich gut an. Mit unserem heißgeliebten Nick Stahl aus Terminator 3. Okay. Eine kleine Genreperle. Ich würde mal sagen, heftiger Thriller. Ja, dann lass uns mal eben schnell Halloween abfrühstücken, weil da kennen wir uns ja ziemlich gut aus, denke ich mal, beide. Also die letzten beiden Videos, da ging es ja um die ganzen Halloween-Fortsetzungen, also alles nach Teil 3. Angefangen mit diesem Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück. Ich habe mir die jetzt nicht extra zur Vorbereitung auf diese Sendung nochmal angeguckt. Ich habe es tatsächlich auch nicht ausgehalten. Ich habe, den vierten habe ich tatsächlich nochmal jetzt ganz geguckt. Und muss sagen, also im Vergleich zu den Green Remakes, oha, die Leute handeln ja halbwegs nachvollziehbar, ne? Auch die Polizisten und so, halbwegs. fünf musste ich abbrechen. Und bei sechs habe ich nur den Kinocut noch auf DVD zu Hause. Den habe ich so nebenbei geguckt tatsächlich. Ja, in 5 und 6 geht es ja um diesen Kult, diesen Thorn-Kult oder so, ja, Thorn oder irgendwie so, wo die dann erklären, dass Michael Myers da wegen irgendeinem Fluch hat er seine Kräfte oder irgendwie so. Ja. Also eigentlich ist es sehr bitter, dass Donald Pleasence, dass das seine letzte Rolle war, soweit ich weiß, in Halloween 6. Ja, genau. Böser Abschied. Ich meine, es war nicht nur seine letzte Rolle, der ist auch während der Dreharbeiten gestorben, ganz nebenbei. Ja, stimmt, der ist während der Dreharbeiten gestorben. Ich habe niemals noch das Cinema-Heft gelesen, stimmt, da stand das drin. Ich kann mich so gut sagen, wie gar nicht mehr an Teil 5 erinnern. Was ist denn da überhaupt passiert? 5 ist das, wo ich letztes Mal auf dem Schlauch stand, wo du mir davon erzählt hast, wo sich Halloween 1 bedient hat, die Geschichte mit dem Penner. Ja, stimmt, am Anfang am Anfang findet den ja so ein Penner oder so und pflegt den ein ganzes Jahr lang, wohlgemerkt. Also ja, der liegt dann ein ganzes Jahr lang, liegt er bei dem in der Hütte rum und wacht dann nach einem Jahr auf, muss rechtzeitig zu Halloween, ja. Und bringt ihn erstmal um. Ja, und ich fand das so grotesk, weil du ja auch gesagt hast, das ist ja so lustig, weil ja David und Gordon Green ja gesagt hat, wir distanzieren uns ja von ab Halloween 2 von den ganzen. Und bedienen ja, bei genau. Halloween 5.
Genau, die Penner-Geschichte. Also und bei Halloween 2 ja auch schon. Ne? Ich meine, ich hab ja eine kleine Liste gemacht von den Sachen, wo die sich da bedient haben. Und das sind nur die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Und ich habe sogar die Halloween-Filme weggelassen, bei denen die sich bedient haben. Ich meine, ja, hast du mitgekriegt, da war ja sogar eine Szene aus Tenebrae drinne. Ja, ja. Das ist ja doch die Szene mit dem Fenster, ne? Mit dieser Schiebetür. Genau, die Szene mit dem Fenster. Und aus 120 Tage von Sodom ist eine Szene drin. Und natürlich auch aus den ganzen Halloween-Filmen haben sie sich ja ganz wild bedient. Bei Halloween 2 haben sie ja diesen Kürbisvorspann quasi sich geklaut, ja. Wo der Kürbis richtig aufbricht und so weiter. Das war ja arschcool gemacht im zweiten, ja. Aber da haben sie es ja mit CGI, haben sie den Kürbis immer so aufbrechen lassen und einen anderen rauswachsen lassen, ja. Ey, eine stinknormale Giftdatei, die sich jeder innerhalb von ein paar Sekunden aus dem Netz ziehen kann. Also das kriege ich ja sogar besser hin. Also. Ja, das war voll der billige Scheiß. Die haben sich da überhaupt keine Mühe mit. Ich meine, beim zweiten Teil damals, da hatten sie gar kein CGI und so ein Kram. Und da haben sie ja einen echten Kürbis haben sie da dafür benutzt, höchstwahrscheinlich. Weil anders ging es ja damals nicht. Wir reden ja von 1981, ja. Und das sieht alles so immer noch so echt aus und so cool, wo dann so reinfährt und so weiter. Boah, arschcool. Der beste Vorspann überhaupt für einen Halloween-Film. Ja, aber Halloween 2, der Vorspann, ist richtig geil. Ja, und die Musik. Und also Halloween 2 hat den besten Vorspann und hat die beste Halloween-Musik. Ja, weil ich finde diese Version von Alan Howarth und John Carpenter zusammen, finde ich sogar noch besser wie die Originalmucke. Ja, was ich auch so schrieb, wo du auch so sagtest, also wir distanzieren uns von den Teilen, aber wir bedienen uns trotzdem jetzt, ne, weil ja anscheinend von Anfang an keine richtige Idee da waren. Jetzt hat sich eine ganz kleine Gruppe gebildet, die jetzt, also war ja alle wirklich auf Halloween Ends eindreschen, obwohl ich den jetzt nicht für den schlechtesten Halloween-Film halte. Jetzt gibt's die Gruppe der Rebellen, die den genial finden. Also es gibt jetzt nicht diese kleine Zwergengruppe, die sagt, ja, ich finde die Kills ganz gut insgesamt, aber ja, geht so nicht. Jetzt bei denen ist der Film genial und wir haben ihn nicht verstanden. Ja doch, ich habe den schon verstanden und ich weiß auch, warum die den genial finden, ja. Entschuldigung, ganz kurz. Das war jetzt die Kritik eines sehr bekannten amerikanischen YouTubers, The Critical Drinker. Der hat das Ding in den Himmel gelobt. Das muss Satire gewesen sein. Ja, der Drinker, der hat das manchmal. Ja, also ich gucke den Drinker ja auch und allerdings. Der Drinker hat mich ja damals richtig enttäuscht, als er eine Review über Demolition Man gemacht hat, ja. Nachdem ich meine Review über Schöne Neue Welt gemacht hatte und er hat noch nicht mal erwähnt, dass Demolition Man auf dieses Buch basiert, ja. Dass das eine Schöne Neue Welt Verfilmung ist. Ihm ist das ja damals noch nicht mal aufgefallen. Also, wie weit der es mit seiner Recherche hat oder so, weiß ich nicht. Ich meine, er ist ein sehr guter YouTuber, ich gucke mir den sehr gerne an, er ist sehr witzig, ja. Manchmal richtig genial, aber ich gebe jetzt nicht auf alles, was er sagt. Also ist jetzt nicht für mich in Stein gemeißelt oder so. Ja, also der irrt sich auch schon mal, wie schon gesagt. Also so selbst bei YouTube. Ich glaube auch, er ist jetzt auf den Zug aufgesprungen, alle prügeln auf Halloween Ends ein und ich habe jetzt Sachen gefunden, die sind euch alle gar nicht aufgefallen. Und er hat das gut begründet und wenn man sich das Video von ihm vorher anguckt und dann den Film guckt, dann kann man sagen, okay, ich habe das ja letztes Mal auch gesagt, wo wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, die hatten gute Vorsätze für das Ding. Ich glaube, guck mal, der Critical Drinker ist ja auch nur ein Fan von Red Letter Media. Und Red Letter Media sind die den positiv bewertet haben, überraschenderweise. Und da hat Mr. Plinkett hat dann auch extra noch ein Video gemacht, wo er genau erklärt, warum er den so gut findet. Und die meisten Argumente, warum dieser Film gut sein soll, sind technische Sachen. Ja. Und zwar,
also mit technischen Sachen meine ich jetzt grober Aufbau einer Geschichte. Ja, dass du zum Beispiel irgendwas etablierst und danach einen Payoff hast oder so. Ja, oder dass du Kontrastszenen hast. Ne? Vielleicht zum Beispiel startet unten an der Treppe und dann später in dem Film ist er oben auf der Treppe oder so. Solche Sachen. Weißt du, was das ist? Das ist Kunstgelaber. Ja? Arzi-fazige Blubber ist das. Genau, das ist einfach nur arzi-fazige Blubber. Das kannst du in jedem Schrott hinein interpretieren, wenn du möchtest. Ja? Und ich glaube ja wohl, dass der Regisseur oder die Leute, die den Film gemacht haben, sich vielleicht etwas bei diesen Szenen gedacht haben, als sie die so gedreht haben und so geschnitten haben. Ja? Nur, da geht es ja überhaupt nicht drum. Weil als Gesamtfilm, wenn, als verstehst du, die Gesamtfilmhandlung an sich ergibt überhaupt keinen Sinn. Erstens mal. Und dieser ganze Aufbau des Streifens ist auch total langweilig. Du hast ja, erstmal eine ganze Stunde lang, wo nichts passiert. Wo du dir eine beschissene Romanze angucken darfst. Ja. Und das kannst du ja erklären, das kannst du ja so lange erklären, wie du willst. Aber es ist ja trotzdem langweilig. Aber warum hat es denn die Leute in in H2O nicht gestört? Da war ja eigentlich das genau das Gleiche. Da ist Michael Myers auch die erste Stunde überhaupt nicht keine Rolle gespielt. Ja, aber H2O, ja, der Wasser Halloween, ja, H2O. H24 fand ich übrigens auch ultra geil. Der war ja von einem richtigen Regisseur. Der war von Steve Miner. Und Steve Miner ist, das ist nicht irgendwer. Steve Miner ist, der hat Warlock unter anderem zum Beispiel gedreht, ja. Oder Freitag der 13. Stepfather? Nee, Quatsch. Nee, Warlock. Hier, ja, Warlock, Sohn. Ne? Ja, den ersten, ja. Den hat der gedreht, ja. Und, oder Steve Miner, der hat auch House gedreht. Ihr kennt es doch. Ja, House, genau. House. Und der hat Freitag der 13. Teil 2 und Teil 3 gedreht. Und, ja. und er hat Jason eingeführt. Den Jason, den gab es ja noch gar nicht in Teil 1. Den gab es ja erst im ersten Teil gab es ihn ja schon als Traumszene, ja. Aber den gibt es ja in der Form, wie wir den kennen, gibt es ihn ja erst seit Teil 3. Denn in Teil 2 lief der ja noch mit einem Sack über dem Kopf rum, wie der Elefantenmensch. Mit einem Sack über dem Kopf mit einem Loch. Ja, richtig, genau. Fand ich übrigens geil, das Outfit. Fand ich ultra geil mit dem Sack. Genau, und der Steve Miner im Prinzip ist dafür verantwortlich, dass der Jason jetzt so aussieht, wie er jetzt aussieht und mit der Eishockey-Maske durch die Gegend rennt. Ne? Also, wie schon gesagt, also der hat auch noch ein paar andere sehr interessante Streifen gedreht. Ne? Hier, warte mal, wie hieß der nochmal? Der Mann, dieser eine Mel Gibson-Streifen, der Mann ohne Gesicht oder so, heißt er, glaube ich. Nee, der Mann ohne Gesicht hat Mel Gibson, glaube ich, selber gedreht. Nee, der andere Mel Gibson-Streifen, der auch so ein Forever Young. Genau, Forever Young. Forever Young, ja, okay. Genau, ja. Ne? Der ist auch von Steve Miner. Also der Steve Miner, das ist eigentlich ein guter Regisseur. Also der hat. Ich verwechsel den immer mit Joseph Ruben, mit Stepfather, ey. Das war Joseph Ruben mit Stepfather. Ah, ja, Joseph Ruben ist aber, das ist eine ganz andere Liga. Ja, aber ich verwechsel die Leute. Ja, also Meiner und Ruben, ich meine, der Meiner war mal richtig gut, ja, aber der hat, die Klasse von einem Ruben hatte der, glaube ich, noch nie. So. Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ich habe immer diese Verwechslung. Mit einigen Sachen habe ich die Verwechslung. Denn ja. Übrigens einer meiner Filme, die in meiner Top 50-Liste sind, die ich immer wieder aufgucken kann, ne? Der gar nicht so besonders ist. Ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern von Joseph Ruben? Das dreckige Spiel, a.k.a. True Believer. Natürlich. Klar, sicher kenne ich den. Ich liebe diesen Film. Ich liebe diesen Film. Ja, das ist gut. Aber guck mal, da merkst du ja auch den Unterschied von den Regisseuren. Wenn ich jetzt sage, ne, da ist ein richtiger Regisseur und da ist irgend so ein Pfuscher oder so, ja. Und ich,
ich habe mir alles von Ruben angeguckt damals, wo ich mitbekommen habe, dass das von ihm war. Und der, aber es gibt so viele Sachen, gab es damals nicht von ihm. Ja. Leider. Also das zweite Gesicht mit hier Kevin allein zu Hause, Macaulay Culkin, ist, glaube ich, noch der bekannteste. Genau, genau. Das zweite Gesicht. Ne, und wie schon gesagt, also ne, das sind der Steve Miner ist eigentlich auch ein ziemlich guter Regisseur, nur der hat stark abgebaut. Ne, also ich rede hier von seinen alten Filmen. Ne, also jetzt die letzten 10 Jahre oder so, der hat ja auch dieses Day of the Dead Remake gedreht, falls sich da noch dran erinnern kannst. Entschuldigung, das kam gerade akustisch nicht an. Welches Remake? Day of the Dead. Ach du Heiliger. Ja, das ist von Steve Miner. Ich konnte es nicht glauben, ja. Und eigentlich fing mit H2O, eigentlich fing da seine Abstiegsphase an von dem Miner, wenn man es genau. Aber nichtsdestotrotz, der ist aber exzellent gedreht, ja, sehr aufwendig. Und das ist ein richtiger Film. Also kannst du mit diesem neuen Halloween-Müll nicht vergleichen. Diese neuen Halloween-Streifen, also die das sind ja keine richtigen Filme, bitte. Also. Nee, das hast du, ich habe ja, warte mal, okay. Nee, deine Review kam vorgestern noch. Ja, ich glaube, ich habe die auch vorgestern auch gesehen. Mein Zeitgefühl ist so ein bisschen einmal. Ja, diese Gordon Greenway, also da bin ich mit dir, also wir sind ja nicht immer d'accord, ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht, was Halloween 2 von Rob Zombie betrifft, sind wir nicht d'accord. Aber was die Gordon Green-Reihe betrifft, wie du gesagt hast, der erste ist echt total belanglos. Also den kann man, also der ist ja noch der brauchbarste von denen. Und der zweite, genau das war's. Das ist ein TV-Film mit Splatter-Einlagen. Genau. Ja, Und diese Lüge, die jetzt offenbart worden ist, ne? Ey, wir haben jetzt hier, die Trilogie ist ja schon fertig in unseren Köpfen, am Arsch. Also, der erste war überraschend ein Erfolg und der Rest ist aus dem Arsch gezogen. Aber sowas von ist. Ja, genau. Der Rest ist komplett aus dem Arsch gezogen. und da haben sie sich, und die sind ja voll auf Nummer sicher gegangen. Überleg doch mal, der zweite spielt in derselben Nacht wie der erste. Ja. Und da haben sie also genau die exakt selbe Formel benutzt, wie damals, die alten Halloween-Filme. Weil Halloween 2 spielt immer noch in derselben Nacht wie Halloween 1. Falls richtig, ich glaub, genau. Ne? Ja, das weiß ich, ja. Auf jeden Fall, ja. Das war genau. Ja, um meine Lanze für Rob Zombie zu brechen, er hat das ja in dem Sinne ja auch gemacht, aber er hat das halt als Traumsequenz inszeniert. Hier, du meinst hier für, Rob Zombies Halloween 2. Ja, interessanterweise. In derselben Nacht, bis der Laurie, so fair muss man bleiben. Ich weiß, Halloween 2 wird von den meisten auch irgendwie gehasst. Ja, ich weiß auch noch nicht warum. Aber die ersten 20 Minuten sind grandios. So. Über den Rest lässt sich wirklich streiten. Aber die ersten 20 Minuten ist das Beste, was Halloween zu bieten hat. Also, wie das ja, aber erinnere dich doch mal zurück an meine Review vor einer Woche. Da sage ich doch, dass am Anfang, dass der vielversprechend anfängt. Und der geht genau in dem Moment, gehen alle Träume flöten, als sich das alles als Traumsequenz herausstellt. Ah, da ging bei mir erst der Spaß richtig los, tatsächlich. Also ich feiere den Film total. Aber wie gesagt, das ist schwierig, da Liebhaber für zu finden, tatsächlich. Ja, klar, ich meine, wenn den jemand gut findet, ist ja gut für ihn. Ja, nee, es ist natürlich dieser rotzige Rob Zombie-Stil. Es ist auch, was Rob Zombie da nicht geschafft hat, was er bei Devil Rejects geschafft hat, bei House of Thousand Corpses oder auch bei Street from Hell geschafft hat. Dass man sich selber dabei ertappt, scheiße, ich sympathisiere hier gerade mit Massenmördern, mit total Gestörten. Ich bin auf deren Seite. Das ist in diesen drei Filmen. Andy, ich wollte hier jemanden mal kurz begrüßen, der zum ersten Mal hier ist, nämlich Info-Weltgeschehen Radiosendung. Da habe ich mich nämlich mit unterhalten, persönlich. Wir haben uns Nachrichten geschickt. Und cool, schön, dass ihr hier seid. Jetzt kriegt ihr mal einen dieser Livestreams mit. Und wir reden hier nicht nur über Filme, wir reden hier auch über News und so weiter. Ne? Das ist nämlich auch
einer von Kämpfer auf unserer Seite hier. Ne, die machen, ich habe mir ein paar Videos mal angeguckt auf deren Kanal und die sind auch von Anfang an, haben sie diesen ganzen Corona-Scheiß kritisiert, haben sich verweigert, den Masken, den Tests und den Impfungen natürlich und sind dafür auch schikaniert worden, genau wie unser eins hier, ja. Und deswegen nochmal, schön, dass Sie hier seid, ja. Tut mir leid, Andy, ich wollte dich nicht abwürgen, aber bevor der weg ist, ich wollte, dass er das noch mitkriegt. Achso, nee, ich war ja auch schon fertig. Nee, ich wollte nur sagen, dass Rob Zombie bei dieser House of Thousand Corpses, Devil Rejects, also bei dieser Trilogie, das geschafft hat, dass die Sympathie, dass man sich dabei ertappt hat. Scheiße, ich sympathisiere so mit diesen abgrundtiefen, kranken Figuren. Und das ist eben bei Halloween 2 so semi gelungen. Aber naja, das ist ein Thema für sich. Also über Halloween 2, das ist, glaube ich, fast schon eine eigene Sendung wert. Oder die Rob Zombie Filme an sich, das wäre meine eigene Sendung wert. Ey, du meinst die Halloween 2-se? Ja, ja, aber klar, ich meine, es gibt jetzt so viele Halloween 2. Ich meine, es gibt jetzt so viele Halloweens 1 auch, weißt du? Wir haben ja schon dreimal Halloween 1 und dann haben wir dreimal Halloween 2 und die heißen auch so. Also, wenn ich sage, wir haben die, weil wir haben ja häufiger wie dreimal Halloween 1, weil die haben ja häufiger versucht, die Serie neu zu starten. Auch mit Teil 4 haben sie ja. Teil 4 ist ja im Prinzip ein Teil 2, wenn du genau nimmst. Ja? Haben sie auch wieder versucht, das Ding zu starten. Ja, richtig. Und da stirbt Laurie Strode, ja, offscreen. Genau, und eigentlich ist Teil 4 auch ein Teil 1, denn in Teil 4 fängt das ja an mit diesem kleinen Mädchen, ja, das dann in Teil 2, das dann in Teil 5, warte mal, wird das in Teil 5 umgebracht oder in Teil 6? In Teil 6. Also ich kenne kein Franchise mit so einer abgespaceden Timeline. Noch nicht mal Hellraiser kommt damit. Echt, ey. Ja, genau. Ja, es ist einfach nur verrückt. Naja, auf jeden Fall, also ich persönlich halte ja von diesen ganzen Fortsetzungen von Halloween überhaupt nichts. Ja, also ich bin überhaupt kein Fan von denen. Ja, und würde mir keinen von denen auch freiwillig nochmal wieder angucken oder so. Also als Partyfilm geht, also als reiner Party-Splatter-Film mit vielen Stroboskop-Effekten, würde ich sagen, Halloween 6 ist ein lustiges Party-Ding. Da kann man sich einfach nur kaputt lachen über diese bescheuerte Story. Ja, aber welche Version? Da gibt es doch jetzt mehrere Versionen von Halloween 6. Ja, also ich habe ganz kurz recherchiert, also auf jeden Fall die Kinofassung ist die brutalere und hat die meisten Kills. Und den Producers Cut, glaube ich, heißt der, den habe ich nie gesehen. Also den kenne ich nicht. Der soll aber blutleerer sein. Ja, und ich war damals nur, also in dem All, also da war ich ja noch jünger, als Halloween 6 in die Kinos kam, wo ich den dann auf Tape bekommen habe, ungeschnitten, das erste Mal. War ich über den Gewaltgrad natürlich sehr erfreut. Für mich hat damals echt nur so ein bisschen, boah, jetzt geht's aber ab, wo auch jeder Scheißfilm hier geschnitten war, wie verrückt. Ich weiß aber nicht. Also, dass dieses kleine Mädchen dann angeblich von dem Michael Myers schwanger gewesen sein soll und so. Abgedrehte Crossover. Ja, wirklich, also wer das durchgewunken hat, also der kann das Ganze wohl nicht alle an der Latten haben. Ey, ich wünsche mir mal ein Crossover mit Hellraiser und Halloween. Bitte Michael Myers in die Hölle, ey. Und lass ihn leiden. Ja, aber genau. Also eigentlich müssen wir auch nochmal eine Sendung machen über die ganzen Hellraiser-Teile tatsächlich. Ja, aber ich... Irgendwann mal. Ich weil das ja sind ein paar echt underrated. Also ja, auf jeden Fall... Ich hab ja eine Hellraiser-Retrospektive in Vorbereitung und sollte ja dieses Jahr, eigentlich, die sollte ja letztes Jahr schon kommen. Ich musste die ja wegen dem Corona-Scheiß verschieben und die hat jetzt aber endlich einen festen Termin. Die kommt nächstes Jahr, kommt die. Ganz sicher, ja, im August oder so. Also die wird nicht mehr verschoben oder so. Also die hat jetzt ganz festen Termin und nächstes Jahr kommt auch, wenn alles so läuft wie geplant, kommt dann auch meine Retrospektive zu Freitag der 13. Dann habe ich nämlich diese,
diese ganzen Horror-Franchises habe ich dann abgedeckt. Nur das Blöde bei meinen Videos ist ja, ich begnüge mich ja dann nicht einfach nur dieses eine Franchise dazu zu reviewen, sondern ich mache dann direkt eine Retrospektive zu den Regisseuren auch, und deswegen sind das jeweils 4 Videos, ja. Das ist auch der Grund, weswegen ich die immer, die ganze Zeit immer verschieben muss, weil ich diesen Slot 4 Videos am Stück jetzt in den letzten 2 Jahren nicht frei hatte. Da gab es ja immer wichtige COVID-1984-Videos, die ich da wichtiger waren, aus meiner Sicht, ja. Und aber nächstes Jahr kommt das ganz sicher. Ja. Und